Willkommen zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Vorab möchte ich mich einfach bedanken, es ging extrem schnell. Ja, und zwar drücke ich jetzt F1. Ihr seht hier diesen Standard-Stick, die Wooden Pickaxe und die Blöcke, die sind aus dem Blocks-Pack von Saitama. Das kennt ihr ja sicher. Wenn nicht, ist es unten verlinkt. Ich habe ein Stick-Pack released, welches so aussieht. So sieht einer der 8 Sticks aus. Alle sind natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Zudem habe ich auch einen Mod-Folder unten in der Beschreibung reingepackt. Das ist der, den ich in jedem Video benutze. Das sind diese ganzen Mods hier. Ich glaube, das interessiert euch eher weniger, sondern ihr könnt es einfach downloaden. Hierbei handelt es sich, by the way, um ein Pack, welches aus vielen verschiedenen Texturen zusammengemixt bzw. auch fast alles selbst gepixelt wurde. Die GUI habe ich noch etwas editiert, auch wenn das nicht meine Stärke ist, finde ich, dass mir etwas gelungen ist. Ist mir relativ gut gelungen. Codepigeon geht immer noch nicht. Und ich wollte mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die mich jetzt schon so lange schauen. Ja, ich meine, das ist ja schon relativ lang, seitdem ich Videos mache, schon 3 Jahre her. Ja, ich finde es einfach schön zu sehen, dass Leute zu einem halten. Special findet. Mögt ihr die Mods, die ich benutze? Oder mögt ihr generell das, was ich so mache an Stuff jetzt in meinem Special? Ich meine, hier dieser Stick, ja, der ist ziemlich sick. Es gibt noch bessere, aber die habe ich jetzt extra nicht mit reingenommen, damit ihr euch selbst austoben könnt. Die Mods sind übrigens auf jedem Server erlaubt, bis auf Toggle Sneak und Toggle Sprint. Das habe ich einfach nicht benutzt, also benutze ich generell nicht. Ja, also ich habe es aus und ich werde es auch nie benutzen, weil ich das nicht nötig habe, beziehungsweise, ja, ich komme einfach nicht mit so einer Mod klar. Ich habe das wirklich noch nie in meinem Leben verwendet, auch wenn es in meinem Mod-Folder drin war oder so. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich einfach bedanken mit dem Video, ja, und euch was zurückgeben, weil ihr so aktiv wart und weil ihr, ja, einfach generell mich so gern und gut supportet habt. Natürlich sollte man für so eine starke Leistung auch etwas zurückkriegen. Ja, dafür ist das Stickpack, der Modfolder und auch das Resource Pack da. Das Resource Pack heißt übrigens Feuerstein V1 von Seki und das sieht so aus. Die Title Screens habe ich nochmal selbst gemacht. Und das Pack PNG habe ich auch gemacht für die Kenner unter euch. Gibt es bestimmt ein paar, die wissen, wie sowas geht. Nächstes Video kommt übrigens auf Revi, da könnt ihr euch schon mal drauf hypen. Die Partikel sind übrigens auch ziemlich nice, die sind sehr simpel gemacht und nicht, ja, also die waren nicht sehr mühevoll zu gestalten, sage ich mal. Ich kann kein Deutsch, sorry. Ja, auf jeden Fall, die Partikel, die sind relativ sick. Ich mag es, wenn Partikel so einfarbig sind, sag ich mal. Und die haben auch einen leichten Verlauf, also einen leichten Fade und sonst alles eigentlich einfarbig. Genauso wie das komplette Pack, da gibt es leichte Fades und sonst ist es relativ blau gehalten, was mir sehr gut gefällt. Außerdem habe ich in dem Video auch angefangen zu reden. Ich dachte mir erst so, ja, ich mache was mit Musik. Aber nein, Leute, das ist viel zu unpersönlich, denn ich möchte natürlich auch mit euch reden und nicht irgendeine Musik, die mit euch reden möchte oder irgendeinen Text, wisst ihr. So, jetzt müssten wir dann aber mal gleich haben. Zack. Ja, und jetzt nicht wie im letzten Video. Perfekt, okay. GG. Und ich würde sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Auf weitere 1000.